Recht herzlich willkommen zur fünften Folge von Stellaris. Ja, wir sind unterwegs in unserem Sonnensystem hier, oder wie man es auch immer nennen will, Klasse M-Stern. Wir haben hier jetzt irgendwo das Kolonieschiff, hier ist es, und wollen zuschauen, dass wir eine neue Welt kolonisieren. Tja, dafür müssen wir natürlich erstmal gucken, wo wir irgendwo einen Planeten haben, den wir kolonisieren können, ne? Das ist eine karge Welt. Da auch nichts los. Und da auch nichts los. Das war schon, ne? Drei Ringe sind hier. Tarzan, was ist da los? Oh, das sieht ja ganz nett hier aus. Aber können wir nicht. Da 30%, das reicht für uns nicht. Alpinwelt ist das. Dann ist dort noch ein Planet. Auch 30%, das geht auch nicht. Und dann ist schon der Planet hier rechts gefragt und der geht auch nicht. Gut. Da kommen wir weg. Dann haben wir hier noch ein System. Das ist nicht gut. Und das auch nicht. Das ist der dritte. Oh, da geht's. Kolonisieren. Für unsere Bewohner können wir Planeten lokalisieren. Erweiterte Einflusskostenbasis 30. Feuchtes Klima haben wir hier. Hier haben wir diese Ressource. Forschung war das, ne? Ne, Physik, Forschung. Ja, doch, Forschung. 18 Planetengröße. Das war jetzt der. Und gucken wir mal nochmal hier hin. Das geht nicht. Wie groß ist denn das? War 18 und wie groß ist er hier? Unser jetziger ist auch 18. Das wäre also genauso groß. Das bedeutet, die Oberfläche wird dann auch in dem Umfang sein. Ja, also hier haben wir einen. Ich würde aber noch trotzdem gerne weiter schauen. Wo ist hier? Ah, dahinter versteckt. Der geht nicht. Der wird dann auch nicht gehen. Da oben. Geht nicht. Geht nicht. Der war dazwischen den beiden. Geht auch nicht. Und dieser geht auch nicht. Das System ist tot. Was haben wir da noch? Hitzel. Ach, da waren wir ja letztens. Haben wir hier nicht schon geguckt? Weiß ich nicht mehr. Geht nicht. Geht nicht. Innerer Ring. Der hat 30%, also auch nicht gut. Dann haben wir da noch einen. Das geht nicht. Das ist dieser, da muss ich näher ran. Ach so, das ist hier, glaube, wo diese ganzen Sachen, uralte Zybrex-Basis war hier, okay. Ah, den kann man auch nicht, den Mond. Dann ist da oben noch einer. Der geht auch nicht. Und der geht auch nicht. Hier haben wir noch ein System, wo wir schon waren. Nee, waren wir noch nicht, oder? Sind wir nur vorbeigeflogen. Wir haben aber noch gar nichts erforscht. Das funktioniert also nicht. Zurück. Und da sind wir gekommen. Dann gehen wir hier unten lang. Nicht möglich. Auch nicht möglich. Und dann ist hier außen noch einer. Und der ist dort. Geht auch nicht. Das ist unsere Heimat. System immer hier. Der Dicke geht nicht. Der Kleine geht auch nicht. Haben wir hier ein. Oh, 70%, 19. Der ist noch ein Tacken größer wie das, was wir hier haben. Kolonien 44. Was haben wir hier? Nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix, okay. Ist das Frage. Klasse G-Stern, der drei Forschungsressourcen hier. Lass mal gerade auf die Karte gucken. Das ist hier unten. Da würden wir unser Reich auch noch nach hier vergrößern, ne? Sprich, wäre gar nicht mal so schlecht, oder? Das war das. Gucken wir mal gerade hier vorbei. Karge Welt.
auch nicht möglich. Da sind 20%, 0% und auch nichts. Okay, hier wird es nicht gehen. Gehen wir gerade nochmal darüber. Schauen da rein. Geht nichts. Und außen ist der da oben. So, ich glaube, wir sind dann auch schon fast rum, oder? Da waren wir. Hier mal angeguckt. Machen wir hier? Weiß ich jetzt nicht. Also wenn wir hier waren, dann war es hier nicht gut. Nö. Da war noch einer. Nee, hier waren wir auch schon. Gut, das bedeutet, der beste Planet ist eigentlich hier in diesem System. Der ist etwas größer wie unser. Na komm schon. Ja, dann soll man das Kolonieschiff vielleicht hier hinschicken, ne? Der war das, oder? Ja. Ja, kolonisieren. Ja. Sollten wir dies tun, oder? Fangen wir... irgendwo müssen wir es wahrscheinlich hier hinsetzen jetzt. Koloniestartpunkt. Hier hätten wir Essen und... Am besten wäre Essen und Energie. Würde ich sagen, aber... haben wir nicht. Zwei Essen. Da oben wären zwei Energie. Tropisches Gelände. Was machen wir? Machen wir das? Ich glaube, wir machen das. Zack. Die Mist Prime können wir auch so weiter benennen. Das wollte ich jetzt nicht ändern. So, dann haben wir das. Dann wird da eine neue Kolonie gebaut. Macht nix. Das Schiff ist unterwegs. Fährt noch da hinten raus, oder? Ja. Und ist langsam unterwegs. Gut. Oh, das sieht natürlich jetzt hier ganz schlecht aus, ne? Energie ist ganz down. Müssen wir eigentlich was dran tun, ne? Aber hier haben wir ja schon eine Station gebaut, oder? Bergbaustation. Trefferpunkte. Ach so, das ist der Planet selber. Ja. Konstruktionsschiff müssten wir dann haben. Das haben wir gebaut. Hier ist nichts zu holen, oder? Das ist die Militärmacht. Hier ist auch nichts. Ah, hier können wir noch was machen, ne? Oder? Ne, können wir auch nicht. Ach, ich müsste ja vielleicht mal erstmal das Schiff auswählen, ne? Dann können wir was machen. Bergbaustation bauen. Das sind jetzt zwei. Wo kommen denn die weg? Oder die nicht, sondern das. Hier ist schon eine Bergbaustation, ne, oder? Ja, okay. Kreuz 4 Bergbaustation steht da. Ja. So, wir haben hier die Pause dran, deswegen geht hier auch nichts los, ne? So. Dann fliegen die da auf jeden Fall schon mal hin. Dann sehe ich hier nichts. Was ist das? Das Hitzelsystem ist vollständig erkundet worden. Ich sehe jetzt hier aber kein Schiff, oder doch? Doch, das ist es. Ja, dann würde ich mal sagen, System erkunden, weil das ist ja noch ganz grau, ne?
Wir sind da mal reingeflogen und dann wieder weg. Gut, und hier hatten wir noch, ja, eine Anomalie, ne? Uralte Zybex-Basis verfügbar. Achso, da ist unser Wissenschaftler nicht fähig für, okay. Ist dem wirklich so? Die Dame hier hat doch 4 Sterne, okay. Dann geht das vielleicht noch nicht. Okay, aber wir gucken mal hier weiter. Nein, das war verkehrt, da wollte ich weiter gucken. Ressourcenproduktion haben wir immer noch nicht abgeschlossen, ne? 10 Monate Energiecredits Einnahmen, 30 Monate Mineralien. Einfluss, Physik, Ingenieur. Hier sind die Mineralien. Das bedeutet, da müssen noch 6 dabei, aber hier, das ist das Größte, ne? Problem, was wir haben, die Energiecredits. Also, was haben wir noch? Heinz ist geboren. Wo ist das? Na, da fehlt es noch dran. Okay, auf Karte verfolgen. Verfolgen, wenn, das ist also hier. Gehe zu, ist auch da. Was ist das denn hier? Negative Bilanz, okay, das kann weg. Kontakt hergestellt. Die haben unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Das ist sehr cool. Interessant. Jetzt können wir mit denen kommunizieren. Tja. Okay. Wir streben danach, uns selbst mit technologischen Mitteln zu verbessern. Aber wir erwarten nicht, dass so primitive Kreaturen wie ihr diesen Wunsch verstehen. Ja, super. Könntest du gleich schon Bescheid sagen, ne? Individualistisch, xenophob und materialistisch. Okay. Lass den jetzt zeigen. Das sind sie. Wie sollen wir antworten? Adam, all unsere Bürger senden ihre Grüße. Individualistisch hat. Die Code sind in unseren Händen. Wer ist Manager? Hier spricht Manager einer. Okay. Wir nehmen das erste und das gut. Erstes Aufeinandertreffen. Erstmal auf einen gefallen sind und schön aufgenommen. Okay, dann ist ja schön. Die erforschen noch. Die erforschen und die sind am Bauen. Ja, unsere Militärmacht, ne? Gut. Kontinentale Welt. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nach. Wie hieß das? Dem Meer. Da muss ich hier unten lang, ne? Dem ist. Anomalie, Bitter Kavil 5a oder 4a oder was? Kavi, Corvi. Okay. An der Umlaufbahn dieses Mondes. Gehen wir da hin. Ach, das ist in einem neuen System. Oh. Und hier hat eine seltene Lichtung im dichten Dschungel von Demis Prime ausgemacht und es dort landet. Ja, okay, das ist das, was ich gerade gucken wollte, ne? Gut. Und Fehlschlag. Ja, komm, zack, machen. Und wir waren auf dem Weg jetzt zu unserer neuen Kolonie, ne?
Dahin wollten wir und gucken jetzt mal hier. Wobei. Achso, das dauert noch eine Weile, ne? Klar, 200 Minuten geschätzt. Das ist dann fertig und wir sehen schon die Oberfläche. Ach, hatten wir sowieso schon gesehen, ne? Gut, dann wollen wir mal schauen, dass das was wird, dass wir das bevölkern können. Gut, okay. Das heißt, unser Einflussbereich ist schon leicht gewachsen, wie man sieht. Ah, das sind die, die wir eben entdeckt haben, war, kann das sein? Ja, genau. Die liegen neben uns. Neuer Kontakt, interessant. Aha, die haben sich hier oben, glaube ich, gerade aufgemacht, ne? Okay. Ja, die Zukunft liegt in unseren Händen, ne? Ja, wir senden immer schön die Grüße hier, oder? Machen wir. Gucken. Gut, aber ich würde dann sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.